Hi Leute, in meinem vorvorletzten Video, glaube ich, ging es um Strandwellen für die Haare. Und in dem Zusammenhang habe ich dieses Spray vorgestellt, und zwar von Got2Be Strandnixe, texturierendes Salzspray. So, in dem Video hatte ich das in meine relativ nassen Haare getan und die dabei trocken geföhnt. Und das hat leider nicht so gut geklappt, wie ihr sehen konntet. Ich hatte keine Wellen in den Haaren und es sah einfach nach nichts aus. Ganz viele hatten mir dann unter das Video geschrieben, dass man das in die trockenen Haare eher machen sollte, weil das dann viel besser klappt. Und da hattet ihr recht, also vielen Dank für diesen Ratschlag. Das funktioniert echt viel besser. In dem Video hatte ich auch noch gefragt, ob ihr Interesse hättet an einem Do-It-Yourself-Salzspray, also wie man das einfach selbst machen kann, weil ich habe hier 6 Euro im Müller für bezahlt. Im DM ist es zwar günstiger, aber ich ärgere mich jetzt trotzdem, dass es so teuer war. Auf jeden Fall hatten ganz viele geschrieben, ja, bitte mach ein Do-It-Yourself, und dann habe ich das natürlich heute gemacht. Das ist das fertige Produkt, so sieht das aus. Es ist ganz einfach herzustellen, man braucht nicht viele Sachen, ihr habt die wahrscheinlich alle zu Hause. Und ja, das ist das Endergebnis. Ich habe das einfach in meine trockenen Haare gesprüht, wie ihr gleich in dem Tutorial sehen könnt. Und ja, ich finde, das Ergebnis ist wirklich gut. Es sieht echt so aus, als ob man gerade aus dem Meer gekommen ist und das Salz von dem Meerwasser hat eure Haare ja so ein bisschen verklebt und ja, so wellig gemacht. Und ja, ich bin jetzt ehrlich gesagt nicht so total der Freund von diesem ja, Haarstyle, aber ich weiß, dass viele so etwas schön finden und deswegen habe ich das natürlich gemacht, weil sich das viele gewünscht haben. Und jetzt wünsche ich euch einfach ganz viel Spaß bei dem Video und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss! Für euer selbstgemachtes Salzspray benötigt ihr eine Sprühflasche, etwas Meersalz, ich glaube, es tut aber auch normales Salz, müsst ihr einfach mal ausprobieren, Haargel, einen Esslöffel zum Abmessen und ein Pflegeserum, sei es jetzt eine Kur oder Haaröl, irgendwie sowas in der Art. Als erstes fülle ich in meine Flasche mit so einem Trichter ca. 250 ml heißes Wasser. Ich nehme heißes Wasser, damit die Zutaten sich einfach besser auflösen und sich besser zusammenmischen lassen. In unsere Sprühflasche kommt außerdem ein Esslöffel Meersalz. Ich glaube aber, normales Salz hat den gleichen Effekt. Nun füge ich noch ca. 0,5 bis 1 Esslöffel Gel hinzu. Wie ihr seht, ist es ein bisschen schwierig, das Gel in die Flasche zu kriegen. Vielleicht wäre es doch schlauer gewesen, die Mischung in einem anderen Gefäß zusammen zu mixen und dann später in die Flasche zu füllen. Aber gut, ich habe es auch so hingekriegt. Natürlich ist diese Salzmischung nicht gerade gut für eure Haare, denn es trocknet sie aus. Und deswegen habe ich noch eine Haarpflege hinzugetan. Ihr könnt natürlich alles benutzen, was ihr da habt, sei es Haaröl oder eine Kur, Conditioner, alles Mögliche. Ja, zum Schluss shakt ihr das Ganze nochmal richtig gut durch, damit die Zutaten sich gut auflösen und vermischen. Und dann könnt ihr das auch schon direkt auf eure Haare auftragen. Vor dem Videodreh habe ich das Salzspray natürlich schon ausgetestet, damit ich sehen kann, ob das auch funktioniert. Und wie ihr seht, habe ich auf der einen Seite Wellen und die andere Seite ist noch glatt. Die glatte Seite bearbeite ich jetzt mit meinem Salzspray. Ich sprühe das einfach gleichmäßig mir in die Haare und knete sie dann so lange, bis so leichte Wellen entstehen. Jetzt knüttel ich meine Haare einfach so zusammen und befestige das Ganze mit einer Haarspange. Und das lasse ich dann circa 10 Minuten trocknen. Und dadurch, dass ich das jetzt so befestige, können die Locken sich nicht raushängen und die werden einfach noch viel ja, lockiger bzw. welliger. Und wir sehen uns in 10 Minuten wieder. So, 10 Minuten sind vergangen, die Haare müssten jetzt einigermaßen trocken sein und ich lasse sie jetzt runter und wie ihr seht, habe ich jetzt doch recht krasse Wellen. Ich finde, die Haare sind jetzt sehr strähnig. Ich finde das nicht so wirklich schön. Vielleicht findet ihr das schön, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich die aber, bevor ich mein Intro-Video gedreht habe, noch etwas bearbeitet. Ich habe die einzelnen Strähnen etwas auseinandergezupft und ja, dann hat mir das Ergebnis besser gefallen. Ich finde aber, es hält sehr gut und so wie es hier aussieht, finde ich es ganz schön.
Ja, das wär's auch schon. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und vielleicht macht ihr dieses Spray sogar mal nach. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!